glaube, da links war was, oder? Sah zumindest danach aus. Aber ich will da jetzt nicht nochmal gucken gehen. Ich war zu beschäftigt, um zu gucken. Konntest du sehen, was da war? Mm-mm. Konnte irgendwer sehen, was da links war? Da war nur eine weitere Plattform, wo du hättest lang gehen können. Also, eine einzelne oder ein Weg? Ich habe jetzt auf die Entfernung nur eine gesehen. Ich weiß, ob dahinter noch mehr war. Ich war zu beschäftigt, um zu gucken. Nochmal zurück und gucken gehen? Nein! Ich will, dass mir jemand sagt, ob da was war. Weil das ist nämlich echt schwierig, finde ich, um diese Plattform drum zu springen. Ohne in die Stacheln von der nächsten zu springen. Deswegen, jetzt wo ich einmal oben bin, möchte ich ungern nochmal nach da unten, wenn da eh nichts war. Ich konnte es nämlich echt nicht sehen. Aber okay, dann können wir uns das klemmen. Das ist gut. Kann ich da? Na, ich glaube, Walljumpen ist nicht die beste Idee. So ein Seelending, was Seele auflädt allerhöchstens. Das wäre praktisch. Aber was ist es jetzt? War da nix oder war da ein Seelending? Und der eine, da ist nichts. Der nächste, da ist ein Seelending. Die nächste, unten links geht's weiter. Ja, Schrödingers Chat mal wieder. Jetzt ist die Frage, gehen wir oben oder gehen wir unten weiter? Ich glaube, wir müssen doch leider nach unten. Da geht's auch weiter. Okay, also es war ein Seelending. Immerhin für eine Heilung. So, und jetzt ist da noch was? Nein, ich wollte hochgucken! Ich wollte nach oben drücken und irgendwie habe ich ein bisschen nach links gedrückt nebenbei. Da ist auch noch irgendwas. Und rechts auch. Mhm. Das ist knapp. Also es geht, aber es ist knapp. Und vor allen Dingen meinen langen Dash aufzuladen auf der Plattform ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. Die dreht sich einfach weg. Da oben ist ein Raupi. Die Combo. Uff, ist die letzte Bank weit weg. Yes. Aber wir müssen da leider hoch. Das heißt, da oben rechts ist ein Raupi und links ist irgendwas. Hm. Ohne die Wand versuchen, dann einfach so quasi hochspringen. Wir meinen das Raupi. Nice. Das ist schon mal gut. Kann ich mich hier einfach runterfallen lassen? Ich hätte gesagt, du läufst auf die Plattform und läufst aber von der Plattform geradeaus runter? Das war ein bisschen zu weit. Ich ging davon aus, dass du danach da dich rettest. Du sagtest, auf die Plattform und dann geradeaus runter. Also bin ich geradeaus runtergelaufen und habe darauf gewartet, irgendwo zu landen. Ich habe genau das gesagt, was du von mir wolltest. Du hast nichts von retten gesagt. Außerdem hätte ich nicht gesehen, wo ich mich hätte hinretten sollen, im Fall. Da, wo du losgesprungen bist? Jan, ja. Jetzt tu nicht so, als wärst du schuldlos an der Sache. Wenn ich genau das getan habe, was du von mir wolltest. Wir sind beide schuld. Warum bist du eigentlich immer so? Wieso? Wieso habe ich mir eigentlich mittlerweile bei Hollow Knight angewöhnt, einzugestehen, wenn ich schuld bin? Wieso kannst du das einfach nicht? Wieso? Ich habe doch auch gesagt, ich bin schuld. Aber du kannst es nie komplett. Ich weiß es ja auch nicht komplett. Das ist ja wieder der Punkt. Ich ging halt in dem Fall nicht davon aus, dass du einfach geradeaus runterfällst. Deswegen habe ich auch nicht gesagt, rette dich dann zur Seite. Ja, aber, ne? Wäre vielleicht gut gewesen. Oh. Aber ich habe in dem Moment, wo ich gefallen bin, tatsächlich wirklich nicht gesehen, wo ich hätte hinspringen sollen.
also mit Sicherheit hätte ich irgendwo hinspringen können, aber irgendwie habe ich im Fall gedacht, weil du ja meintest, okay, lass dich einfach runterfallen von der Plattform aus, dass ich halt eh irgendwo gelandet wäre. Und deswegen war ich dann doch im Fall ein bisschen überrascht, dass da nichts unter mir war und ich mich noch retten musste. Und bis die Realisierung kam, dass deine Aussage unvollständig war und ich mich hätte retten müssen, war ich schon tot. Jo. Schon dead. Aber das ist Raupi zumindest befreit. Ja. Sind jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Raupis, seit du das letzte Mal beim Opa warst? Ich hasse diesen Raum so abgrundtief. Kannst du bitte nicht da am Eingang auf mich warten? Ich glaube, das Problem ist, der ganze Stream lief echt gut und jetzt kam dieser eine Rückschlag, bei dem ich immer noch der Meinung bin, dass deine Formulierung in erster Linie schuld war. Und jetzt ist meine ganze Konzentration futsch. Der Raum ist einfach nur scheiße. Also ich bin eher der Meinung, bei Hollow Knight ist dein Ego zu groß. Den Gegner mitgenommen. Das stimmt. Und du hast deinen Lieblingsgegner wieder gefunden. Das stimmt auch. Auf die kann ich mich verlassen. Die sind immer für mich da. Bei denen weiß ich, wenn sie sagen, sie sind da und geben mir Seele, dann sind sie auch da und geben mir Seele. Nicht wie andere Leute, die mir sagen, ich muss einfach nur von der Plattform runterlaufen und dann sind da Stacheln. Ich glaube, die Merys sind sogar schon gefüttert. Mhm. Ich würde jetzt zumindest gerne meine Seele einmal wiederholen. An sich ist meine Konzentration auch immer noch ziemlich gut. Ich glaube, der Raum gerade ist halt nur generell eklig. Ich glaube, ob ich den vor oder nach der Pause machen würde, der wäre immer eklig. Ich glaube, den Raum gibt es nicht in angenehm. Aber manchmal muss ich ja noch in seine Schranken weisen. Manchmal berechtigt, manchmal unberechtigt. Aber in dem Fall berechtigt. Das stimmt. Gut, dass du das auch eingesehen hast. Na dann. Oh Gott. Das ist so die Antwort, ne? Egal bei welcher Diskussion. So der Person A, ja, hier meine Meinung. Person B, na dann. Das ist so der absolute Diskussionskiller. Wenn beide so ihre Meinung kundtun und dann versuchen, auf einen Nenner zu kommen und dann... Na dann! Ich glaube, dann wird die Diskussion beendet. Das ist dann immer so Wirkmaterial. Tut das nie in Diskussionen, einfach irgendwann mit na dann zu kommen. Besser mit Nadal. Was? Ist sie ein Tennisspieler? Ja. Kann ich mehr Seele haben? Ein ganz kleines bisschen noch. Nice. So. Dann, hier konnte ich mich einfach runterfallen lassen. Ne? Jetzt hast du wieder Spaß hier rechts an der Ecke. Ach ja. Vor allem, wenn du dir mal die Käfer anguckst, die grinsen sogar die ganze Zeit. Die haben Spaß daran, dich zu töten. Kannst du dich bitte wieder umdrehen? Guck mal, hallo. Ich komme hier nur immer etwas schlecht an die dran. Hey! Mein Kopf juckt. Moment. Prioritäten. Ich habe die gerade hat das irgendwie besser geklappt hier an der Ecke. Jetzt gerade ist das irgendwie etwas schwierig gewesen.
egal. Hauptsache, wir sind jetzt hier. Ich höre sie. Ich hoffe, der ist nicht da unten einfach über den Stacheln irgendwo. Ich hoffe es auch nicht. Wie war denn das da unten? Da war auch so ein netter Gegner, ne? Zwei. Die Gegner an sich sind ja okay, aber die Gegner an den Stellen sind schon nicht so geil. Ach, hallo. Das, ja. Da war deine Seele da durch die Wand geschossen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde mein Geo nicht wieder bekommen. Ich glaube, ich sehe ihn da ansatzweise rechts. Mhm. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich wieder zurück. Ja. Okay. Macht die Situation zwar nicht so viel besser, aber okay. Macht die Musik besser. Und dann hast du zwischendurch so richtig dumme Tode einfach. Und du denkst, du hast eh schon nicht so viel. Oh Gott. Ach ja, dich gab's auch noch. Du hast eh schon nicht so viel Seele über und denkst dir so, du musst eh aufpassen und dann zack, immer in die Stacheln reingeflutscht. So. Sherry, Dankeschön für 20 Monate Treue. Da oben war das Raupi. Yes. Das heißt, wir müssen irgendwie auf die Seite. Nach links oben, ja. Aber das war schon knapp mit dem Dash. Aber machbar. Yes. Sag mir nicht, dass der Boss hier ist. Das ist so ein weiter ätzender Weg. Weil du musst ja durch den Raum durch, mit den, wo jetzt die Stacheln unten eingezeichnet sind, mit den zwei Fliegen, wo ich mich die ganze Zeit schon immer aufrege. Dann musst du einmal über den Abgrund drüber. Dann musst du da, wo ich gerade meine Seele quasi wieder eingesammelt habe, über die Platforming-Passagen, wo auch die nervigen Fliegen sind. Dann hier hoch, was auch nicht so leicht ist. Und dann hier zum Boss. Das wäre schon ganz schön weit, um ehrlich zu sein. Kannst aber mit ihm reden. Kann ich gleich machen, ja. Nicht runterfallen. Ich wollte gucken, ob hier vielleicht ein Shortcut ist. Den hast du gerade geöffnet. Ja? Ja. Aber wo? Da, wo du runterfallen konntest, rechts war eine Wand hier. Links geht's quasi wieder ganz raus. Ach so. Du bist ja in dem Gebäude drin. Ah, das heißt, ich müsste quasi schon einmal wieder über den ekligen Raum mit den Fliegen. Mhm. Aber dann müsste ich diese ganzen Kristall-Platforming-Passagen von gerade eben, wo ich meine Seele eingesammelt habe, nicht nochmal machen. Mhm. Sondern kann dann hier einfach durch. Mhm. Okay, das ist gut. Weil ohne Shortcut wäre das echt ätzend, diesen einen Raum da nochmal zu machen, wo wir erst drüber müssen mit den Fliegen und dann noch nach oben, wo das Raupi war. Das fände ich ein bisschen übertrieben. Mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ich glaube, reden möchte der nicht. Befreie mich! Bin mir nicht sicher, ob das ein Bait ist oder nicht. Aber wenn ich schon mal hier bin... konsumiert den Schattensturz. Drücke kurz A, während du runterhältst, um den Grund mit einem mächtigen Schlag zu treffen. Zauber verbrauchen Seele. Führe Seele wieder auf, indem du Gegner angreifst. Quasi eine Stampfattacke? Aber eine, die halt im Kampf Schaden macht? Okay. Doch kein Bosskampf. Er sah halt so aus, fairerweise.
Und nachdem ich den Shortcut geöffnet hatte, fand ich es halt schon auch wahrscheinlicher, weil dadurch wärst du ja recht gut hier hingekommen. Gut, dann kein Boss. Dann muss ich ja nicht mehr über den Weg hierhin meckern. Das heißt, wenn die Kristallspitze wirklich einen Boss hat, dann wird er vermutlich in dem Gebiet sein, wo wir kurz dank Jans Cheese drin waren, wo jetzt die goldenen Punkte auf der Karte sind und wir nicht weiterkamen. Vielleicht hat das Gebiet auch keinen Boss, aber wenn, dann wird er vermutlich da oben sein. Weil sonst haben wir alles geholt. Mhm. Das heißt, wir sind hier fertig. Mhm. Ich muss nur mal ganz kurz was überprüfen. Ich denke, ich bin wahrscheinlich besser bedient, runterzufallen in die ewige Ruhestätte und von dort aus zur Hirschkäferstation zu latschen. Schon, ja. Das heißt, Kristallspitze fertig. Was ist denn das? Ich bin heute voll motiviert und ich habe noch keinen Boss gehabt. Willst du einen? Also, nicht Plankton. Soll ich dich zu einem hinführen? Nicht hier, wo war denn? Da, nicht Plankton. Nee, zu dem wollte ich dich auch nicht hinführen. Den will ich nicht. Aber ja, Kristallspitze ist auf jeden Fall fertig. Ist immer noch ein cooles Gebiet. Noch ein bisschen größer, aber da kommen wir ja erstmal nicht hin. Die andere Sache ist, wir könnten ja jetzt in dieses, wie hieß das, Grenzgebiet? Grenze des Königreichs. Da könnten wir hin oder vom uralten Becken aus weiter nach rechts fahren. Das wären doch so die beiden Dinge, die wir machen könnten, oder? Abseits davon, dass wir backtracken könnten mit dem Dash. Aber das würde ich vielleicht ein bisschen später dann machen. Mhm. Ich frage mich ja, der Schlüssel, den wir gefunden haben, den wir dann quasi Sly gegeben haben, wo wir dann quasi den anderen Schlüssel gekauft haben, der in den Wasserwegen lag, ob der für die Tür in der Station, in der Stadt der Tränen ist und ob wir dann von der Tür aus irgendwo zum Träumer kommen oder durch den Dash irgendwie? Ich habe doch keine Ahnung. Es ist jetzt die Frage, was macht man am schlausten? Ein neues Gebiet erkunden? Backtracken? Also ich kann so oder so erstmal zur Hirschkäferstation latschen, aber was wäre dein Vorschlag? Ich kann dir einen ganz guten Tipp geben, wo du sicher noch ein bisschen was machen kannst. Ja, es wäre so, weil wir haben ja, wie gesagt, jetzt noch ein Gebiet auf jeden Fall, was wir erkunden können, mit der Grenze des Königreichs. Und eins, was ich noch nicht kenne, wo ich vom uralten Becken aus wahrscheinlich hinfahren könnte mit der Bahn. Außer es ist auch das uralte Becken, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber vielleicht wäre da auch noch ein neues Gebiet. Und ansonsten könnte ich, auch wenn es eigentlich nicht geplant war, backtracken. Ja, hier durch und dann hoch. Deswegen ist halt die Frage, anhand der Masken kann man, glaube ich, auch erkennen, wo welcher Träumer ist, was jetzt am schlausten wäre. Kann ich dir gleich gerne sagen, wenn du wieder auf deine Karte gehst. Einfach als kleiner Hinweis, was du dir vielleicht nochmal angucken solltest. Okay. Wie viel Essenz wollte die haben? 1000? Ich glaube 1000. Okay. Ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin... Im Moment, hier war das gar nicht, oder? Die Hirschkäferstation? Hier. Also ich will jetzt nicht zwingend Bosse prügeln, aber ist halt schon überraschend, dass das Tiefnest keinen wirklichen hatte bis dato und jetzt hier auch nicht. Moment. Was möchtest du? Ich finde, du solltest dir diese Bank nochmal angucken. Diese Bank? Diese Bank. Das ist aber schon sehr weit weg. Ich weiß. Aber ich finde, diese Bank ist sehr schön. Aber warum? Gut, der eine Träumer ist wahrscheinlich in dem Nebelgebiet. Warum nicht backtracken? Weil ich finde, die Bank ist schöner als backtracken. Und warum nicht in die Grenze des Königreichs? Weil ich finde, die Bank ist schöner als die Grenze des Königreichs. Soll ich dir da vertrauen? Nachdem du mich vorhin bei der einen Passage so benutzt, zerknüllt und weggeworfen hast? Bin mir da ja nicht so sicher. Wo sind wir am besten hin? Station des Königs?
Yes. Glaube ich. Müsste am ehesten noch ich passen. Ich muss mal auf die Karte gucken. Then look at this bank is amazing. Ah ja, von hier aus wird es dann zum uralten Becken gehen. Es ist halt schon sehr random, weil, wie gesagt, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, okay, erstmal backtracken, dass wir soweit alles haben. Wobei wir an manchen Stellen halt noch einen höheren Sprung bräuchten. Das heißt, wenn ich. Den bräuchte ich vielleicht noch, weil dann kann ich wirklich, glaube ich, soweit alles backtracken. Aber abseits davon hätte ich halt als nächstes die Grenze des Königreichs gemacht, weil ich das Gebiet halt schon gefunden hatte. Mhm. Deswegen ist jetzt ins uralte Becken zurück schon für mich sehr abwegig, aber vielleicht vertraue ich dir. Aber ich möchte erstmal eine kurze Pause machen. Ich habe zu viel gesoffen während dem Stream. Sollte ich ein Stückchen dahin bringen? Ich hätte einfach so allgemein gerade kurz eine Pause gemacht. Okay. Dann können andere vielleicht auch nochmal aufs Klo gehen. Bin ja vielleicht nicht alleine damit. Hm? Ah. Das ist von Obert einfach. I see. Ja, dann machen wir kurz eine kleine Pause und dann latschen wir zu dieser Bank, die angeblich so toll sein soll, laut Jan. Mhm. Wo ich jetzt von alleine erstmal nicht hingegangen wäre, weil der Weg ins uralte Becken ist auch eher so... Aber ich werde mich mal aufopfern und zur Not ist Jan einfach schuld. Immer. Nice. Das Wetter ist schon nicht so schön hier. Draußen ist besser. Das stimmt. Aber wenigstens regnet es nicht schwarz irgendwas. So. Ich bin bei der Station des Königs. Das heißt, ich muss einmal nach unten und dann recht weit nach links und dann in den Keller plumpsen. Also das uralte Becken ist nicht unbedingt so mein präferiertes Gebiet, weil es halt sehr düster ist. Meine ich, glaube, das war das doch, wo die komplette Farbe eigentlich weg war. Mhm. Plus der Weg dahin, beziehungsweise der Weg da raus, war nicht unbedingt so angenehm. Ach, der Kollege, ich erinnere mich. Bleiben Sie hier! So. Ich bleib hier unten! Hm. Kann ich über den drüber? Oben ist auch einer. Scheiße, Mann. Dann nicht. Okay. Auf die hatte ich jetzt nicht so viel Lust, die war nämlich doch recht anstrengend zu besiegen. Und jetzt nach unten, ne? Mhm. Einfach springen. Und hoffen, dass du nicht in die Stacheln fällst. Was war das überhaupt für ein Schrei gerade? Ah, der Gegner, ja, aber... Ich bin gerade einfach erschrocken. Hoffen wir einfach mal, dass die mir nicht hinterherkommen hier. Und dann mal die Stacheln springen. Ja. Und am besten nicht an der Wand entlang. Okay, gut, dass du mir das noch gesagt hast. Ich glaube, jetzt bist du safe. Okay. Nee, also uraltes Becken, wie gesagt, ist auch sehr atmosphärisch gemacht, gerade auch mit den ganzen schwarzen Partikeln. Und weil du halt wirklich sehen kannst, wie alle Farbe rausgesogen ist. Also Mistmund hat ja auch noch zum Beispiel viel Blau. Hier ist halt wirklich eher so schwarz, grau, anthrazit, braun. Also das finde ich schon sehr cool gemacht. Ach ja. Sieh, dass du nochmal hoch möchtest. Muss ich dann wirklich wieder ganz nach oben? So ziemlich, ja. Uff, dann vielleicht nicht. Geht ja einfach weg, wenn ich den Screen, glaube ich, wechsle. Und der Weg ist halt nicht ganz so nett, aber gucken wir mal. Aber wir sind noch nicht ganz im uralten Becken. Erstmal noch an der ekligen Stelle vorbei. War die so eklig? Aber es gibt da hinten auch nur den einen Weg. Mhm. Warum war die so eklig? Ah. Ich erinnere mich wieder.
Kannst du bitte nicht 3 Kilometer weit wegfliegen? Oh! Hier ist auch überhaupt keine Musik. Mhm. Also nur unsere Stimmen und mein Buttonmashen. Und die Gegner mit Power! Der war schon dumm. Schon, ja. So. Kommt der auch hier hoch? Okay, wo ging's jetzt in den Keller? Hier runter. Ja. Also wie gesagt, wieder so ein typischer Fall von, es ist echt atmosphärisch, aber ich mag es natürlich schon mit ein bisschen mehr Farbe eigentlich und ein paar weniger Stacheln und ein paar weniger von diesen Viechern am Boden. So, lasst mich kurz checken. Also. Ach guck mal, da geht's auch zur Grenze des Königreichs. Gut, dass das da schon eingezeichnet ist. Wir hatten ja eigentlich einen Durchgang zu dem Gebiet von der Stadt der Tränen ausgefunden, was allerdings auch eher ein Sequel war. Das heißt, ich glaube, so der eigentliche Weg ist vermutlich eher hier. Mhm. Das heißt, wir können einmal links einmal rüberfahren und dann noch einmal zum Tiefnest, aber da will ja keiner hin. Und rechts eben zur Grenze des Königreichs. Die Palastgründe, da kamen wir, glaube ich, nicht hin, weil wir nicht hoch genug springen konnten. Was war im Keller? War da irgendwas? Da war eine Tür, die dir den Weg blockiert hat. Aber habe ich da jetzt den Schlüssel für? Wahrscheinlich auch eher nicht. Das heißt, da komme ich auch nicht weiter. Dementsprechend bleibt mir nur die Bank oder der Weg zur Grenze. Aber du sagtest ja Bank. Die Bank sieht schön aus. Also müssen wir noch weiter nach unten. Sorry, Omot, ich musste lachen. Was hat Omot getan? Er hat sich ein Körnerbrötchen geholt, ist gestolpert und mit dem Gesicht auf dem Körnerbrötchen gelandet. War was auf dem Körnerbrötchen drauf? Marmelade oder Nutella vielleicht? Ich hoffe mal nicht. Oh, den habe ich gerade gekonnt. Nicht so gut gesehen, weil der die gleiche Farbe hatte wie der Hintergrund. Schwarz-Weiß und die 50 Grautöne dazwischen. Ja. So. Und noch weiter nach unten. Da war Käse drauf auf dem Brötchen. Jetzt nicht mehr. Wurde Omot dann von seinem Brötchen gecheased? Ich glaube, ich mache das lieber hier oben. Oder von der anderen Wand aus. So ist besser. Da ist, glaube ich, richtig. Ich hoffe, du kannst das Brötchen noch essen. Und du musst jetzt nicht verhungern. Also hier weiter. Mhm. Das wäre auch abseits von dem neuen Gebiet rechts die einzige Möglichkeit. Also meine Kristalle haben zumindest ein bisschen Farbe. Okay, da war Geld. Wisst ihr? An jeder anderen Stelle, Janso, übrigens, du musst bremsen. Nee, da habe ich dich absichtlich reinfliegen lassen. Und diesmal hat er es nicht gesagt. Also dachte ich, okay, ich muss ja nicht bremsen. Gut, da war jetzt noch Geld. Das haben wir alle gesehen. Schön. Gehen erstmal weiter. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ich hätte auch nichts gesagt, aber ich hatte mich jetzt irgendwie schon drauf verlassen. Ich weiß nicht, ich hatte das uralte Becken schon wieder sehr vergessen, weil ich da jetzt schon länger nicht mehr war. Deswegen hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass man hier mit dem Dash rüberkommt. Das wäre wahrscheinlich bei mir auch unter die Kategorie Backtracken gefallen. Mhm. Deswegen hätte ich wahrscheinlich eher die Grenze gemacht, aber letztendlich ist es, glaube ich, auch egal. Da bin ich wieder zu klein. Da geht's. Okay. Runter. Kommen Sie zurück. Und hier ist eine Sackgasse. Okay.
Aber ich will nicht nach unten, das sah böse aus. Ich will eigentlich viel lieber nach oben. Was habe ich denn für Bumper hier benutzt? Das ist dein Bumper? Nehmen wir mal rot. Wo habe ich denn die anderen? Achso, im Tiefnest ist blau. Tiefnest ist blau und Silber und Gold. Wobei, der da kann, glaube ich, weg, oder? Das war, glaube ich, nur, dass du den Raum hier nicht von der Seite betreten konntest. Ich kann für Ordnung zumindest hier oben eben noch Silber hinpacken. Das heißt, Silber ist die Kristallspitze und Blau Tiefnest und Rot Becken. Das sind nämlich alles Gebiete, die ich noch ausdrucken müsste für meine Karte. Das heißt, da können die Bumper noch nicht weg. Ja, ne? Immer mittig. Ich meine, fairerweise, wenn da plötzlich jemand so aus der Decke springen würde, würde ich auch weglaufen. Aber da komme ich überall nicht durch.